Wenn Sie als Zuschauerin ein Opernhaus betreten und sich eine Vorstellung anschauen, worauf achten Sie als erstes? Auf die Musik, auf die Darstellung, auf die Atmosphäre? Ja, bei mir ist es ein bisschen kompliziert. Ich kann von meinem Beruf nicht abstrahieren. Es wird so, dass ich natürlich von professioneller Seite auch gucke, aber ich bin so ein sehr positiver Zuschauer. Es wird mir eher gefallen als nicht gefallen, weil ich weiß, was das alles kostet, welche Nerven. Und du kannst natürlich genial neben dem Klavier oder in der Probe singen, aber dann kommt Publikum und dann um Gottes Willen Streaming. Und dann bist du plötzlich super nervös. Und leiden Sie dann mit den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne mit? Ja, wenn jemand krank ist, oh Gott. Ich glaube, ich leide mehr als er oder sie. Nein, wirklich. Ich verstehe, was das alles heißt. Und wir haben sehr viel zu zeigen hinter der Gassen. Aber Publikum sieht das alles nicht. Wir übrigens mit meinem Team, wir machen jetzt ein super Projekt, super interessantes Projekt, so ein Buch. Heißt Olga in Wonderland mit Fragezeichen, weil Fragezeichen ist ganz wichtig, weil es ist ja nicht alles schön, es ist nicht alles Blumen, Applausi und Autogrammstunden. Es gibt natürlich super große Arbeit, versteckte Arbeit. Deswegen als Zuschauer, ich bin super positiv. Ist der Beruf ungefähr so, wie Sie ihn sich vorgestellt haben, als Sie Gesang studiert haben? Ja. Ich habe alles, was ich wollte. Ich reise sehr viel, zu viel sogar. Das wollte ich unbedingt machen in meinem Leben. Ich wollte singen, ich singe. Ich habe wirklich immer gewünscht, diese Partien zu singen und ich singe genau diese Partien. Und ich darf sogar auswählen und das passiert nicht oft. Und das muss man wirklich verdienen. Ich lebe in meinem Traum. Was ist das Schwierige in diesem Traum, weil eben ein Fragezeichen bei Wonderland ist? Genau, alleine zu bleiben. Wir sind ganz oft alleine. Zum Beispiel mein Mann jetzt in New York und schon seit 2 Monaten. Und das passiert, wenn 2 verschiedene Kontinenten, du fliegst einfach nicht so fürs Wochenende, hallo. Nein, aber ich habe jetzt gerade Traviata debütiert und ich habe bis dahin viel, viel Arbeit. Und jetzt in Wien und in diesem wunderbaren Theater. Ich habe was zu tun. Aber sonst natürlich, wir sind ganz oft alleine. Und das ist Teil deines Berufs, dass du alleine sich gut fühlen sollst. Wenn Sie jetzt viel um die Welt reisen, gibt es irgendein Ding, das Sie immer mithaben, das Sie an Ihre Heimat erinnert, das so irgendwie zu Hause ist? Ein Kissen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, genau. Ich reise immer mit meinem Mokka. So ein italienischer Espresso ist für mich grundsätzlich jeden Morgen 4 Espresso, sonst ich werde nicht wach. Aber hier, ab und zu, du hast es in Espresso-Maschine oder was auch immer. Aber ja, Espresso ist essentiell. Und ich habe noch einmal ein kleines Kissen genau dabei. Grundsätzlich mit dem Einschlafen ist ganz, ganz kompliziert. Weil erstmal dein Kopf ist immer voll mit, was du jetzt gerade tust. Nach der Vorstellung, ich schlafe nie früher als 3, 4 Uhr morgens ein. Und wenn du dann um 6 Uhr morgens deinen Flug hast, dann ist Pech. Lesen. Ich lese ganz viel. Ein Buch muss dabei sein, unbedingt. Vor allem nicht mal auf iPad, natürlich, ich habe auch so kiloweise, so megabytesweise Bücher auf meinem iPad, aber wirklich das im Hand zu haben, das ist was ganz, ganz anderes. Mögen Sie in Opern eigentlich immer dieselben Stellen oder wechselt das je nach Ihrer Laune, je nach Tagesverfassung? Vor allem, das ist die Schönste, weil wir machen das live und das ist jeden Abend anders. Vor allem mit verschiedenen Kollegen und es ist immer, immer anders. Und zum Beispiel, heute ich singe irgendwelche Phrase und ich denke mal, oh Gott, das hat er aber anders gemeint, das ist ein doppelsinnig. Und dann bekommst du eine ganz andere Ebene, so eine 3D-Definition. Und das ist alles anders, jedes Mal. Und das ist schön. Das ist so ein mit kreieren, weil natürlich Klavierauszug kann, ja, es liegt da und das war's. Und wir müssen das wieder ins Leben bringen und das ist wunderschön, weil es ist wie zum ersten Mal.
Das ist wichtig. Als ob das jetzt gerade geschrieben wurde. So muss es klingen. Wie weit planen Sie Ihre Zukunft? Wie weit können Sie Ihrer Stimme sagen, da möchte ich hin? Und wie weit sagt Ihre Stimme, nein, aber ich möchte dahin? Und wer gewinnt dann? Aber ehrlich, ich glaube nicht, dass du von leichter Koloratur-Sopranistin höchst dramatische Sopran werden sollst und kannst. Es ist nicht möglich. Die Stimme entwickelt sich natürlich, natürlicherweise. Und man muss das folgen, aber es heißt nicht, dass ich in 20 Jahren Turandot singen werde. Nein. Wieso? Vor allem. Also ich versuche mal in Belcanto-Fach so lange wie möglich bleiben, weil es gibt ganze Menge neue Rollen für mich. Was ich natürlich gerne möchte, es ist die Königin von Donizetti langsam. Nicht alle auf einmal. Ja, mit Traviata habe ich verstanden, dass die Stimme auch Verdi sehr gut ertragen kann. Ich meine, mit Gilda schon, aber Traviata ist was anderes. Und wie eine Maria Callas war überhaupt nicht politisch korrekt, ja. Und sie hat einmal gesagt, wenn du deine Agilità verloren hast, dann hör auf zu singen. Das gefällt mir. Das, ja, genau, wir sind Perfektionisten alle, ich meine alle nicht, aber ich. Und ich bin die stärkste Kritikerin für mich selbst. Also ich nehme immer auf, ich kontrolliere und analysiere, wie und was ich machen soll und was ich verbessern kann und soll. Ich habe ein paar Coach und meine Gesangslehrerin. Und man muss wirklich sehr aufpassen, sehr aufpassen. Aber von anderer Seite, du musst wirklich loslassen. Und das ist das Problem, mit so einer Balance zu finden. Ja? Gibt es einen Moment in Ihrem Künstlerleben, wo Sie vergessen, dass Sie Sängerin sind? Oder ist es immer im Hinterkopf, dass man sagt, oh, in 3 Tagen habe ich Aufführung? Nein. Ich bin eigentlich ganz normaler Mensch und ich mache die Dinge, die ich normalerweise nicht mache. Zum Beispiel ich. Gehe ohne Schal. Ja, nein, man muss nicht vergessen, dass es doch dein Leben ist und außerhalb des Theaters, du sollst das wirklich genießen, jeden Moment. Weil wer weiß, was passiert. Wer weiß. Vielleicht übermorgen wird ein Autounfall. Und dann, wozu das alles? Also genießen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.